Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro 3 The Year of the Dragon. Ich wollte schon wieder Enter the Dragonfly sagen, aber das ist ja ein anderer Teil. Jetzt lass mich mal gucken. Ach genau, wir wollten hinten die Eiswelt machen. Wir haben heute übrigens den 22. Juni. Und ich entschuldige mich dafür, dass die letzte Woche kein Video kam, beziehungsweise ich glaube jetzt ziemlich genau eine Woche keine Videos kamen. Weil ich war nämlich noch mit den mündlichen Abi-Prüfungen zugange, um ein bisschen dafür zu lernen. Aber das ist jetzt, zum Glück habe ich das alles hinter mir. Gestern wollte ich eigentlich aufnehmen. Also wir haben heute Donnerstag. Also das ist ganz frisches Met, was ihr hier bekommt. Und ich wollte eigentlich gestern schon aufnehmen, also am Mittwoch. Nur ich bin am Sonntag bei mir in der Nähe auf dem Flohmarkt. Das erste Mal, dass ich was auf dem Flohmarkt verkaufe. Und ja, da habe ich erstmal den Kram für den Flohmarkt vorbereitet, also beschildern und so ein Kram. Und deswegen bin ich jetzt erst dran am Aufnehmen. Ich war heute mit Doug zum Eisfischen verabredet, aber Rinoxe haben den Weg mit Eis versperrt, sodass ich nicht durchkomme. Ich habe versucht, den Weg mit dieser Kanone zu räumen, aber die schießt nicht mal geradeaus. Ich habe den ganzen Morgen rein gar nichts getroffen. Vollidiot. Okay, dann machen wir erstmal hier Schießungsgedöns. So, halt mal das. Können wir dich auch töten? Oh. Hier war noch irgendwo ein Vogel da. Auf jeden Fall, ich habe jetzt mein Abi. Ich hatte das eigentlich auch schon nach den schriftlichen. aber ich habe dann doch noch ein bisschen was für die mündlichen Prüfungen gemacht und ja. Na gut. Und wenn wir hier soweit fertig, dann sammeln wir ein bisschen Edelsteine auf. Ja, und ich freue mich irgendwie schon auf Sonntag auf dem Flohmarkt. Bin auch schon ein bisschen aufgeregt. Und am Samstag haben wir Abschlussball, da habe ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf. Vor allem ist vorher noch Kirche, aber da halte ich mich fern von. ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues, so. Nicht wirklich. Doch, ich war heute beim Friseur. Habe ich mir gedacht, so für den Abiball könnte man sich auch mal ein bisschen schön machen von den Haaren her, weil das ich hätte eigentlich schon vor 2-3 Wochen zum Friseur gemusst, aber da habe ich mir gedacht, da musst du vom Abiball nochmal zum Friseur und dann sparst du dir lieber das Geld und lässt das einfach mal wachsen da oben. Ja. Achso, hier muss man umrennen. Na gut. Und ich habe heute, weil es so warm ist, es ist unglaublich warm. Ich habe hier 24,9 Grad in meinem Zimmer. Und ich habe das Fenster zu und einen Rollladen unten. Und ich bin auf der Schattenseite. Also es ist extrem warm draußen. Und da habe ich heute dem Friseur einfach mal gesagt, yo, lass das mit dem Föhn. Die sind eh in 3 Sekunden trocken, wenn ich nach draußen gehe. Und ich hatte dadurch wieder so einen oddly satisfying Moment. Fand ich ganz gut. Maxi-Momente. Und zwar hatte der mir auch die Haare wieder ausgedünnt und dann geht er mit dieser merkwürdigen Schere, die halt nur irgendwie so ein paar Haare abschneidet und nicht alle. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Keine Ahnung. Das ist Alien Technology. Ja, auf jeden Fall normalerweise durchs Ausfüllen gehen dann halt die meisten Haare raus und das war jetzt noch alles bei mir in den Haaren drin. Er hat das zwar ausgekämmt, aber da war halt noch einiges davon in meinen Haaren drin. Und da bin ich dazu erstmal mit dem normalen Kamm durchgegangen. Da hatte ich erstmal den ganzen Kamm wieder voll mit Haaren. Und dann habe ich noch so
so ein Kamm, der ist so ganz, ganz nah aneinander und dann bin ich da auch damit durchgegangen, da waren da auch ganz viele Haare drin. Und da habe ich die ausgeschüttelt, da habe ich die nochmal gewaschen oder habe ich die geföhnt und jetzt sind sie einigermaßen frei, aber ich mag das halt voll so. Ja, es ist halt so, die Haarstückchen noch so da rauszuholen, ich weiß nicht, das ist irgendwie, ja, wie gesagt, halt oddly satisfying. So, dann machen wir erstmal das hier. Dann ist das Zeug hier schon mal fertig. Dann muss ich mir heute noch die Haare blondieren. Ja, die sehen jetzt so wie das. Die sahen schon vorher katastrophal aus. Von der Farbe her, die war total ausgeblichen alles. Ja, und morgen dann wieder blau machen. Und ich kann ja mal von meiner Idee was sagen. Ich hatte eigentlich vor, davon ein Video, also ein Ankündigungsvideo zu machen, aber das zieht sich zu lang hin. Mindestens ein Jahr, bis das Video dann kommt, was ich vorhabe zu machen. Und zwar haben vielleicht einige Leute mitbekommen in Streams, dass ich mir gerne Dreadlocks machen lassen möchte. Nur, ich habe ja sehr kurze Haare und das ist momentan noch nicht möglich schon, nur es sieht dann sehr dezent scheiße aus. Ich weiß nicht, ob... Hieß der Ricky? So ein komischer Talkshow-Master, der so drei Dreads auf dem Kopf hatte. So richtig kurze. Ja, auf jeden Fall möchte ich halt meine Haare wachsen lassen. Und wenn ich dann heute die Haare blondiert habe, mache ich ein Foto davon. So von meinem Kopf. Und dann mache ich morgen ein Foto, wenn die türkis sind. Und dann mache ich am Samstag ein Foto und am Sonntag und dann jeden Tag ein Foto, dass ich dann irgendwann in einem Jahr, also wenn sie lang genug sind, vielleicht auch anderthalb Jahre, keine Ahnung, dann schnibbel ich das zusammen und tue die halt so ganz kurz an. Also das soll halt wie so zeitraffermäßig werden. Und dann sieht man halt so, wie meine Haare so wachsen. Ich finde das irgendwie voll interessant. Ja, und das habe ich halt vor. Und das kommt halt so in einem Jahr, in anderthalb Jahren, das Video, wenn ich nicht zwischendurch verpeile, irgendwie die Fotos zu machen oder dann doch irgendwie keinen Bock mehr habe, obwohl es ist halt total wenig Aufwand, weil es halt nur ein Drecksfoto pro Tag ist. Diese umgekehrte Steuerung bei den... Und dann wollte ich das gleiche nochmal mit den Dreads machen. Also, weil die verfilzen, ja. Und dann sieht man halt auch so, wie, ich sag mal in Anführungszeichen, fülliger werden. Und die sehen halt am Anfang wirklich noch aus wie Spinnenbeine. Auch nicht so schön. Aber da muss man dann halt durch, ne? Wer schön sein will, muss leiden. Da kommen wir nicht hoch. Da kommen wir nicht hoch. Ja, und das sind eigentlich so meine Ideen momentan. War ich da oben schon drin, ne? Ach, das hier ist doch das Level mit den... Das ist mit dem... Mit dem Eiskunstlauf-Vieh. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich bin eigentlich auch wieder ganz froh, dass ich hier so in Anführungszeichen bedenkenlos aufnehmen kann. Tja, ja. Nein, 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 nein! Ach, ficken! Ich bin gerade überlegen, ob noch irgendwas ankommen muss. Momentan. Ach, die reagieren nur, wenn man auf dem Eis ist. Das ist ja nice. Ui.
Also so ankommen, eBay-mäßig. Kümmern wir mal erstmal das hier drüben, weil ich glaube, das geht sowieso wieder zurück. War nämlich lustig, ich habe mir eine Strumpfhose bei Amazon bestellt für den Abschlussball. Ich habe nämlich nur schwarze mit, ich glaube, 100 Dänen oder so. Also sie sind sehr, sehr blickdicht. Und meine Mutter sagte, nee, der kannst du nicht anziehen. Ja, dann habe ich mir jetzt zuerst eine Strumpfhose mit 40 Dänen gekauft. Die dann, weiß ich nicht, die sollte eigentlich ankommen. Oh, schade. Moment, warte mal. Moment. Ne, von hier aus kommen wir auch nicht dahin. Kommt man denn da hin? Na, werden wir schon irgendwie sehen. Ja, da habe ich mir eine Strumpfhose mit 40 Dänen bestellt, die dann nicht angekommen ist. Da habe ich mir schon wieder gedacht, oh, DHL! Weil es war nicht direkt von Amazon, sondern es war halt so ein Drittanbieter, sagt man das da? Keine Ahnung, auf jeden Fall halt die, das über Amazon verkaufen, aber Amazon selbst verschickt es nicht. So. Ich die Leute angeschrieben. Ich habe bisher immer noch keine Antwort von denen, aber mittlerweile ist die Strumpfhose auch angekommen. Also die hat 2 Wochen Lieferverzug gehabt oder so. Ja, und ich habe mir zwischendurch auch schon wieder eine andere Strumpfhose bestellt, weil ich mir gedacht habe, ja, bestelle ich dann lieber jetzt noch eine, bevor ich dann überhaupt keine habe an der Abschlussfeier. Weil dann muss ich mit nackigen Beinen dahin und meine Beine sind nicht schön, die sind käseweiß, weil ich halt so gut wie nie kurze Hosen anhab und ich bin auch nicht so oft draußen. ja, und das ist halt nicht so schön. ja, und jetzt habe ich eine 20-Dänen-Strumpfhose und eine 40-Dänen-Strumpfhose. Jetzt gucke ich, ich ziehe dann am Samstag erstmal die 20-Dänen-Strumpfhose an. Weil ich denke, dass ich die anziehen möchte. Nur wenn die mir kaputt reißt beim Anziehen, habe ich immer noch dann die 40-Dänen-Strumpfhose in der Hinterhand. So. Ich hoffe, das war zu verstehen. Ja. Und dann wollte ich auch noch Polaroid-Bilder machen. Auf der Abschlussfeier. Mit 2 Leuten. Und ich habe zum Glück noch in der Spektra-Kamera, also die nicht diese quadratischen Bilder macht, sondern die macht so rechteckige Bilder. Die sind ein bisschen größer. Macht rechteckige Bilder? Genau. Habe ich noch genau 2 Bilder drin. Das finde ich sehr gut. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass die irgendwie Fabrikationsfehler haben. Das hatte ich nämlich auch schon mal. Aber das war... Der war gut. Ja, der ging da voll durch dieses Glasding durch. Stirb doch mal weg, ey. Geht auch. Die habe ich schon kaputt gemacht. Na gut. Auf jeden Fall, jetzt kommt dieses komische, merkwürdige Kack-Level, was ich nicht mag. Also ich mag, das fällt mir jetzt echt auf, ich mag ziemlich viele Level in dem Spiel nicht. Naja, Geldsack. Dritten Air Spyro, hinter dieser Tür findet die einzigartigste Show der Welt statt. Ganz richtig, Eistanz. Es gibt Saisonkarten, aber du musst schnell handeln. 500. Ich habe schon immer gewusst, dass du ein gebildeter Drache bist. Geh nur rein, die Show fängt gleich an. Okay.
Na dann, los geht's.